Chinas Jungsteinzeit dauerte 8000 Jahre. Die einst nomadischen Jäger und Sammler wurden sesshaft und ließen sich als Bauern nieder. Das Ende der Jungsteinzeit begann mit der Entwicklung von größeren Städten. Die größte dieser Städte war Shimao. Gegründet vor rund 4300 Jahren, wurde Shimao nur 300 Jahre lang bewohnt. In den Ruinen der antiken Stadt machten Archäologen eine unheimliche Entdeckung. Sie fanden über 80 menschliche Schädel, ohne Hinweise auf den Verbleib der restlichen Körper. Alle Schädel stammten von jungen Frauen, welche vor ungefähr 4000 Jahren starben. Weitere Untersuchungen der Schädel ergaben Hinweise auf einen gewaltsamen Tod mit stumpfen Gegenständen, sowie fand man auch Spuren von Hitzeeinwirkung. Manche Schädel wurden auch entweder tot oder lebend, wahrscheinlich mit Fackeln bearbeitet. Warum so viele junge Frauen enthauptet und in einem Massengrab beigesetzt wurden, ist bis heute ein Rätsel. Forscher glauben, dass die Mädchen bei einer Zeremonie geopfert wurden, um die Gründung der Stadt zu feiern. Die Wikinger waren vielleicht nicht so heftig und wild, wie wir oft denken. Aber die Traditionen ihrer Kultur waren sehr einfallsreich. In gewisser Weise gingen die Wikinger äußerst brutal bei ihren Raubzügen in ganz Europa vor. Sie überfielen und plünderten ganze Dörfer und verschleppten ihre Bewohner, um sie als Sklaven zu halten. Frauen wurden als Sexsklavinnen missbraucht. Wenn eine Sklavin ein Kind von ihren Herren erwartete, konnte er sie entweder zur Frau nehmen oder aber die Sklavin gegen eine neue austauschen, was zumeist der Fall war. Die verstoßene Sklavin wurde meistens getötet. Auch wurde, wenn der Sklavenherr starb, seine Sklaven mit ihm beerdigt. Eine archäologische Ausgrabung in Norwegen entdeckte mehrere Gräber mit einigen enthaupteten Leichen. Nähere Prüfungen der Gräber ergaben, dass die enthaupteten Leichen Sklaven waren und mit ihren Sklavenherren als Opfergabe bestattet wurden. Die Jungsteinzeit war ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit und eine der Wiegen dieser Revolution war der Sudan. Viele Stämme in der Region entwickelten untereinander ähnliche Bräuche, um ihre Toten zu begraben. Grabbeigaben waren zumeist polierte Äxte sowie Steinringe. Es waren aber auch Menschenopfer üblich, um die Götter friedlich zu stimmen. Das Dorf El Kadada im Niltal könnte die frühesten Zeugnisse von Menschenopfern in Afrika enthalten. Ein Forscherteam fand das Grab mit den Leichen von zwei Menschen, zwei Ziegen sowie einen Hund. Die Menschen, ein Mann und eine Frau, wurden einander zugewandt begraben. Eine Altersbestimmung des Grabes ergab, dass die Leichen etwa im Jahre 3400 vor Christus bestattet wurden. Die Forscher gehen davon aus, dass es sich aufgrund der beigelegten Tiere, der Art der Bestattung sowie der Grabbeigaben um eine Opferbestattung handelt. Peru war das Land vieler alter Zivilisationen. Das Moche-Volk hatte seine Hochzeit zwischen 100 und 800 nach Christus. Krieger und Priester standen auf der sozialen Hierarchie ganz oben und hatten weitreichende Befugnisse bis hin in die unteren Klassen. Die Moche waren ein kriegerisches Volk. Die Religion und der Krieg waren stark miteinander verflochten. Die Kriegsgefangenen wurden zu den Tempeln gebracht und Priester überwachten das Opfern der Gefangenen im Tempel. Viele Wandmalereien schildern diese menschlichen Opfergaben. Die Gefangenen wurden nackt und gefesselt enthauptet. Ihre Schädel wurden zu Trinkbechern verarbeitet, das Blut wurde den Göttern angeboten, die Leichen zur Schau gestellt und anschließend den Geiern zum Fraß vorgeworfen. Im riesigen Reich der Inkas
welches sich von Zentralchile bis in den Süden Kolumbiens erstreckte, waren Kinder Menschenopfer gang und gäbe. Die Inkas hatten eine viel kürzere Herrschaftszeit als ihre Vorgänger die Moche. Warum aber opferten sie nur Kinder? Wahrscheinlich ist eine Reihe von Gründen. Das Reich der Inkas hatte eine große Fläche und Vielfalt von besiegten Völkern. Die Inkas selbst waren in der Minderheit. Das Land war geprägt von kargen Landschaften, strengen Wintern und einer Vielzahl von Naturkatastrophen. Die Opferzeremonien mit Kindermenschenopfern könnten die Götter von der Zerstörung ihrer Kultur abhalten. In Argentinien wurden die mumifizierten Leichen von 3 Inka-Kindern entdeckt. Nachdem die Kinder als Opfer auserwählt wurden, lebten sie noch ein Jahr und wurden schrittweise mit großen Mengen an Alkohol und Coca-Blättern bis zu ihrem Tod narkotisiert und anschließend als Menschenopfer bestattet. Begrabene Gefäße mit Überresten von Kleinkindern wurden in der ganzen Welt gefunden und stammen aus verschiedenen Zeitperioden. Von der Jungsteinzeit bis hin in das mittelalterliche Afrika erstreckt sich diese Art von Menschenopferbestattungen. Das Gefäß bzw. der Krug soll den Mutterleib darstellen. Die Bestattung selbst wurde unter strengen Regeln durchgeführt. Wahrscheinlich sollte der Leichnam des Kindes geschützt den Göttern geopfert werden und Naturkatastrophen abhalten. Die Erde bebt. Mit Getöse stürzen Wohnhäuser ein. In aller Eile kommen in einem Tempel am Fuße des heiligen Berges Priester zu einer Kulthandlung zusammen. Als die Mauern des Tempels wanken und kein Ende der Erdbebenwelle abzusehen ist, entschließen sich die Priester zu einem außergewöhnlichen Opfer. Nicht das Blut eines Tieres, sondern Menschenblut soll den Göttern dargebracht werden, um sie zu besänftigen. Gefasst legt sich einer der Männer auf den Opfertisch, lässt sich fesseln und erwartet seinen Tod. Der Oberpriester zückt das Messer. Mit einem gezielten Schnitt trennt er dem Jüngling die Halsschlagader durch. Das Blut fängt er in einer Schale auf. Doch das Menschenopfer ist vergeblich. Das Erdbeben zerstört die öffentlichen und privaten Gebäude auf Kreta. Auch die großen Paläste fallen in sich zusammen. Noch bevor der Oberpriester sein Blutopfer darbringen kann, stürzt der Tempel ein. Die Priester werden vom herabfallenden Dachgebälk erschlagen. Das war vor mehr als 3700 Jahren. Dieser Fund von Archäologen im Jahr 1979 sorgte für enormes Aufsehen. Die britischen Kelten, eine Gruppe von Völkern mit teilweise verschiedenen Religionen, hatten eins gemeinsam: Menschenopfer. Als die Römer begannen, das heutige Britannien zu erobern, wurden auch sie Opfer dieser unheimlichen Opferrituale der Kelten. Im Jahre 1981 fanden Forscher einen konservierten Leichnam, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach ein römischer Soldat war, welcher von den Kelten als Kriegsgefangener geopfert wurde. Mit ihm wurden auch mehrere Werkzeuge und Waffen entdeckt. Die Art und Weise, wie er geopfert wurde, war sehr schauderhaft. Ein heftiger Schlag auf den Kopf ließ das Opfer bewusstlos werden. Anschließend wurden mehrere Körperteile bei lebendigem Leib abgetrennt, bis das Opfer letztendlich qualvoll verblutete. Im alten Ägypten waren Menschenopfer nicht unüblich, ja sogar Tradition. Verstarb ein Herrscher, wurden ihm Menschenopfer als Begleitung mit auf seinem Weg in das Jenseits gegeben. Die frühesten Zeugnisse dieser Rituale stammen aus dem Jahre 3500 vor Christi. Die Ägypter praktizierten eine blutlose Opferzeremonie und strangulierten ihre Menschenopfer. Das Grab von König Aha, welcher in der ersten Dynastie regierte, enthielt 36 Leichen von jungen Männern,
welche entweder erwürgt oder stranguliert wurden, um ihn bei seiner Reise in das Jenseits zu begleiten. In Uganda hat ein früherer Medizinmann bekannt, etwa 70 Personen als Menschenopfer getötet zu haben. Darunter sei auch sein eigener Sohn gewesen. Er stellte sich auch der ugandischen Polizei, die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Der Medizinmann erklärte, er habe in den 80er Jahren mit dem Morden begonnen, es aber 1990 eingestellt. In Ostafrika bereiten Ritualmorde vor allem an Kindern große Sorge. Aus ihrem Blut und Körperteilen mischen Medizinmänner einen Zaubertrank, welcher Glück und Reichtum verheißt. Nach einer Legende, deren Ursprünge in Westafrika vermutet werden und die in Verbindung mit dem dort entstandenen Voodoo-Kult gebracht wird, soll die Opferung von Kindern Geschäftsleuten ein florierendes und erfolgreiches Unternehmen garantieren. Dabei werden Kinderkörper oder deren innere Organe in die Fundamente von Geschäftsräumen einbetoniert.